Da wird unser Haus stehen. Links davon kommt der Supermarkt hin. Auf der anderen Seite wird die neue Schule gebaut. Und wir werden einen Kamin haben? Kachelofen. Hey. Drei, vier, fünf, noch größer. Sechs. So lang bis hierhin geht das Wohnzimmer. Swimmingpool will ich noch haben. Swimmingpool ist reiche Leute scheiße. Ich möchte eine Bibliothek haben. Wo sind meine Bücher? Und hier sitze ich mit Hollywood dem Blick. Hollywood-Schaukel. Wo ist das Fußballfeld? Das Fußballfeld ist der ganze Garten, ist das Fußballfeld. Einmal rum, zack, Schlafzimmer. Mann vermissen und oft sagen, dem Richard wäre es nicht passiert. Genieß deine neue Freiheit. Mach einfach nur das, wozu du Lust hast. Und jetzt für Richard ein Ständchen von unserem Chor. Danke. Auf in die Kampf, Toreo, stolz in der Brust, siegesbewusst. Da. Na, komm, lass mich mal ran. So, machst du denn schon Feierabend? Ja, hat er heute Frühschicht, hat ganz früh dran. So. Aha. Nach deinen Erzählungen, so. Anja, hatte ich es mir viel kleiner vorgestellt. Es ist auf jeden Fall mehr Platz als im Friesenweg. Für uns drei reicht's. Ja, seinen Vater hat er natürlich nicht mit eingeplant.
Was? Jetzt hast du aber einen Schreck gekriegt, was? Mehr ging wirklich nicht. Wir sind finanziell absolut am Limit. Danke. Liebe Schwiegermama, lieber Vater, mit diesem kleinen Einweihungsfest wollen wir uns bei euch beiden bedanken. Ohne eure finanzielle Unterstützung würden Anja, Olli und ich wahrscheinlich immer noch im Friesenweg hausen. Und dies soll immer für euch ein offenes Haus sein. Natürlich können wir euch all die Liebe und das Vertrauen... Ja, also dann eröffne ich erstmal das Buffet, ja? So. Nicht so laut, Oliver, was sagst du? Komm, sei mal nicht so zimperlich. Der Kleine, der kann schon was ab, ne? Was machst du denn? Schön, nicht? Was ist denn? Ach, darf ich nicht rauchen? Hm? Nein! Das sind Längsstreifen und keine Querstreifen! Das kann man so sehen. Das kann man aber auch so sehen. Nee, das kann man nicht so sehen oder so sehen, das ist so! Weißt du, was der laufende Meter von dieser Scheißtapete kostet? Mann, ey! Wenn du bloß die Finger davon lassen würdest! Machst uns mehr Arbeit, als das uns hilft! Ja, ist doch so! Mir hat die Tapete sowieso nie gefallen. Ach nee, das fällt dir aber reichlich spät ein. Du warst so überzeugt davon. Das wäre das erste Mal, dass in diesem Haus irgendwas gemacht wird, wovon ich überzeugt wäre. Abgeholt werden. Hat sowas in den letzten Wochen denn schon mal passiert? Er ist noch seit Oktober im Ruhestand. Wussten Sie das nicht? Doch. Doch, doch. Hat mir nur nicht erzählt, warum er entlassen worden ist. Richard hatte in den letzten Wochen seiner Arbeit öfter Haltestellen ausgelassen. Ist einfach durchgefahren. Ja, aber mein Vater ist doch die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit in Person. Entschuldige, ich weiß gar nicht, was heute mit mir los ist. Ja, vielleicht wäre ich doch irgendwie senil oder sowas.
Ja, ich wollte, dass du kommst. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich nach Hause komme. Ich kann nicht sagen, wie ich mich geschämt habe. Ich konnte euch das ja nicht sagen mit der Entlassung, nicht? Verstehst du? Hast uns aber die ganze Zeit weiterhin dein Geld gegeben, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, du, das ist ja das ist das Wenigste. Die Rente, die ist ja sehr gut. Und da kauft man einfach ein paar weniger CDs im Monat. Kann ich dich alleine lassen? Alles in Ordnung? Ja, du, da ist alles in Ordnung. Das war ein kleiner, wie soll ich sagen, das war ein Schwächeanfall. Weiter war das ja nichts. Sag mal, warum hast du denn die Zeitung in den Kühlschrank gepackt? Bleiben die Nachrichten noch frischer. Ja, ja, ich weiß. Du willst das nicht hören. Aber er kommt nicht mehr allein klar. Und? Wir haben doch jetzt Platz. Nee, auf keinen Fall. Ich will das. Wenn mein Vater noch leben würde. Es ist aber mein Vater und nicht dein Vater. Der hat sich immer nur in mein Leben eingemischt. Ich möchte mit diesem Menschen nie wieder unter einem Dach wohnen. Sie sind also ein Stammgast. Wie kein Alkoholiker, wenn Sie das damit sagen wollen. Wo ist denn Babsi? Hat gekündigt. Hm. Ja. Schade. Hat es mir gar nicht erzählt. Zieht in den Norden. Hast du dich da wohl verliebt? Ich bin glücklich verheiratet. Ja, ich hab gerade mit meinen Kindern hier ein Haus gebaut, ja. Hm. 40 Jahre lang sind wir jetzt. Ja, also 40 Jahre lang bin ich zusammen. Ja, das ist eine lange Strecke. Da müssen Sie sich als Kinder schon vermählt haben. Ich nehme es jetzt mal als Kompliment, ja. Sie haben sich aber auch ganz gut gehalten. Was ist mit dir? Mach mir Gedanken über das neue Tapetenmuster. Trottel, du bist ja eiskalt. Vielleicht ist es ja wirklich besser, wenn er zu uns zieht. Feierabend! Ich will noch was trinken. Bitte, ich möchte noch was trinken. Ich habe das Recht, hier zu sitzen. Warum gängelt man mich denn immer so? Ich hab doch Geld, bitte, ich hab Geld. Ich kann mir bezahlen. Ach Gott.
Was ist denn los? Ich hab seit 2 Stunden Feierabend. Jetzt lassen Sie mich los. Das bezahlt mir hier keiner. Ich will das, darfst du mich bedienen. Babsi! Schreien Sie nicht so, die ganze Straße wird wach. So, wo müssen wir denn hin? Ich will nicht nach Hause. Und ich will nicht mit Ihnen nach Hause. Ach, da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren. In Ihrem Zustand bleiben Sie liegen und erfrieren. Ihre Frau wird sich schon Sorgen machen. Wo wohnen Sie denn nun? Ich weiß es nicht. Geh das denn nicht in deinen Kopf rein? Das hier ist ein Gedicht und kein Computerspiel. Du sollst ganz einfach aufschreiben, was du fühlst, wenn du diese Zeilen hier liest. Hör mir mal zu. Über allen Wipfeln ist Ruhe. Warte, warte. Geht mal bitte jemand ans Telefon dran! Hier geht's um Natur. Was hast du mir dabei gedacht? Mich interessiert es nicht und mein Lehrer auch nicht. Richard. Hallo, Vater. Lebst du noch? Du machst ja Sachen. Ist es das hier? Das ist doch was ganz anderes. Hast du Schmerzen? Wie ist denn der Unfall passiert? Was erzählst du denn da? War doch kein Unfall. Ich bin ausgerutscht vor meinem Haus auf der Straße, da auf dem Weg. Bin ich ausgerutscht. Vater, du bist auf einer sehr stark befahrenen Straße in ein Auto reingelaufen. Wer sagt denn das? Oliver! 8:20. Letzte Warnung. Wir gehen gleich nach der Arbeit ins Krankenhaus. Du kannst dir das Essen warm machen. Ich komm mit. Heute noch nicht.
Was würdest du sagen, wenn er zu uns zieht? Der Opa? Wer Opa? Wo soll er denn wohnen? In deinem Zimmer? Wie, und ich darf dann bei euch schlafen, oder was? Du könntest dir den Hobbykeller einrichten. Du bist doch völlig ungestört mit deiner Musik und... Hm? Denk mal drüber nach, ja? Anja, sag mal, für welches Tapetenmuster hatten wir uns jetzt nochmal entschieden? Das hier. Ich dachte, das hier. Mach, was du willst, ich sag nichts mehr dazu. Ich sag's euch, mein Keller wird nicht tapeziert. Sie müssen damit rechnen, dass er rapide abbaut. Die mittlere Überlebensdauer bei einer Alzheimer-Demenz liegt bei etwa 7 Jahren. Alzheimer? Was kann man denn gegen die Krankheit tun? Kann man die irgendwie aufhalten? Aufhalten nein, hinauszögern ja. Es sind inzwischen einige Medikamente mit mäßigem Erfolg verfügbar. Heilen können wir die Krankheit leider nicht. Es geht nicht, wir können den nicht zu uns nehmen. Du hast Angst vor deinem Vater. Es hat sich immer alles um Vater gedreht, immer. Lass Vater zuerst davon kosten, lass Vater da sitzen, mal gucken, was Vater dazu sagt, immer. Aber das ist lange her. Ja, wir können ihm nicht helfen. Es muss doch für einen Menschen, der sein ganzes Leben gearbeitet hat, eine Möglichkeit geben. Ja, gibt's ja. Es gibt Altenheime. Was wollen wir denn hier? Wir wohnen hier. Gefällt dir das Haus? Sieht billig aus. Billig? Ich muss mich dafür ganz schön krumm legen. Komm. So. Das ist dein Zimmer. Das ist nicht mein Zimmer. Das sind deine Möbel. Deine Opernplatten. Hier ist dein Sessel. Da ist dein Bett. Und hier sind deine Urkunden. Ich gehe jetzt nach Hause. Vater, Anja und ich wollten, dass du zu uns ziehst. Wenigstens vorübergehend. Oliver würde sich auch freuen. Was heißt vorübergehend? Bis du wieder gesund bist. Gesund? Bin noch gesund. Ich denke immer, dass ich die Sache auch bekomme. Ja. Oder habe ich sie schon? Ach, du meinst also nicht unbedingt? Kann man schwer sagen. Kann man schwer sagen. Ich kann nicht mehr allein leben, das meint ihr doch. Oder? Aber meine Wohnung gebe ich nicht auf. Hey. Du lässt aber auch keine Gelegenheit aus, den Erwachsenen zu spielen. Ja. Für Richard nur ganz wenig. Opa ist doch erwachsen. Ja, das meine ich aber auch. Alkohol verträgt sich nicht mit deinen Medikamenten. Hast du kein Alkohol? Ja, kein Alkohol? Dann komm, mach mal das Laster voll. Ja. Dir nur ein bisschen. Ja. Auf was trinken wir denn? Auf unser neues Leben. So. Wo ist denn Inge? Inge muss doch bei solchen Augenblicken dabei sein. Mutter ist doch schon seit 6 Jahren tot.
Wenn er sich erst an die neue Umgebung gewöhnt hat, wird er sich schon beruhigen. Vielleicht war es falsch, ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das war doch alles mit ihm abgesprochen. Was nützt das, wenn er sich nicht mehr daran erinnert? Du. Angeblich ist das Risiko bei Familienangehörigen ersten Grades deutlich erhöht. Die wissen doch noch gar nichts. Doch, doch, doch. Das hat irgendwas mit den Genen zu tun. Hauptrisikofaktor ist natürlich das Alter. Versprich mir, dass du nicht älter wirst. Versprochen. Der wandert immer noch rum. Denn sein? Was? Du hast mein Geld gestohlen. Jetzt mach aber mal halblang. Deine Liebling! Was sagst du da? Du warst immer hinter meinem Geld her! Hör auf rumzuschreien, wir haben da unten Besuch! Da ist es ja. Ja, ja. Da ist es. Weil du es versteckt hast! Du kannst dir dein Geld sonst wohin stecken! Zwei so reizende Damen lässt man doch nicht warten. Grüß Gott. Ich bin eben nur ein einfacher Busfahrer. So jung und schon Journalistin. So, dann fangen wir mal an. Ja? Ja. Brauchen Sie Hilfe beim Ankleiden? Ja. Nein. Er weiß nicht, welche Kleidungsstücke er in welcher Reihenfolge anziehen soll. Ich muss immer dabei sein. Und wie lange brauchen Sie dafür? Ziemlich lange. Wenn man drängelt, wird er böse. Von wem ist hier die Rede? Oh, Entschuldigung. Wie lange, glauben Sie, brauchen Sie zum Ankleiden? Kennen wir uns? Aber sicher, Sie wissen doch noch, wer ich bin, oder? Wissen Sie, wer ich bin? Ja, Sie sind der Herr Esser. Ja, und ich komme im Auftrag der Pflegeversicherung, weil Sie haben einen Antrag auf Höherstufung gestellt. Ach, habe ich das? Ja. Alles, was hier besprochen wird, bleibt unter uns. Es braucht sich hier niemand für irgendwas genieren. Hm? So. Brauchen Sie Hilfe bei der Darm- und Blasenentleerung? Können Sie alleine aufs Klo gehen? Sag ich nicht. Manchmal findet er das Klo nicht. Gut, also Sie müssen ihn zur Toilette begleiten. Ja, oft. Wie oft? 5 bis 6 Mal am Tag. Kann er sich alleine die Hose ausziehen und auf die Toilette setzen? Ich muss ihm mit den Hosenknöpfen helfen. Er steht auf, bevor er fertig ist, und er vergisst zu spülen. Sie lügt. Sie lügt immer, sie lügt. Sie lügt. Du lügst doch! Herr Esser, können Sie mir mal die Toilette zeigen? Wie war? Hat sich alle Mühe gegeben, den besten Eindruck zu hinterlassen. Großartig. Jetzt geht's.
verstehe gar nicht, warum das heute auf der Bank nicht geklappt hat. Vielleicht waren zu viele Leute um ihn herum. So, jetzt unterschreibst du mir die Bankvollmacht. Da. Ich will nicht, dass ihr an mein Geld geht. Ja. Anja? Ja. Was willst du? Ich wollte mir ein Glas Milch holen. Na bitte. Kühlschrank ist voll. Wie sieht er denn aus? Wie heißt er denn? Na, ist Richard Esser. Kräftig gebaut, grauhaarig, Anfang 60. Ja, der Richard, ja, der kommt jetzt öfter her. Aber heute nicht. Wissen Sie, ich will jetzt hier keine Unruhe machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass mein sehr charmanter Vater Ihnen auch erzählt hat, dass er krank ist. Sehr krank. Dass er Alzheimer hat. Das ist bestimmt nicht so lustig wie ihr kleines Versteckenspiel hier. So, ich schreibe Ihnen jetzt meine Telefonnummer auf. Falls er hier vorbeikommen sollte, können Sie mich ja anrufen. Irgendjemand muss ja abholen. Klar? Schönen Abend noch. Ihr Sohn hat mir nichts Neues erzählt. Hat er wieder was Schlechtes über mich gesagt? Nö. Aber jetzt verstehe ich die vielen Zettel in Ihrer Wohnung. Und die unzähligen Büchsen mit Hundefutter in Ihrem Badezimmerschrank. Sie haben doch gar keinen Hund. Mischen Sie sich dann immer in mein Leben rein? Das können Sie doch gar nicht. Doch, ich kann das, Richard. Sie haben das erste Mal meinen Vornamen gesagt. Aber Ihren Namen weiß ich gar nicht. Schade. Ich habe ihn dir mindestens 6 Mal gesagt. So schwer ist er doch nicht. Karin. Karin. Karin, Karin, Karin. Karin. Du kannst ihn nicht einsperren. Wenn er gehen will, musst du ihn gehen lassen. Er ist immer noch ein freier Mensch.
Anja, der Mann ist krank und wenn es so weitergeht, dann sind wir bald alle krank. Das war ein schöner Tag. Ja? Ja. Schade, dass die anderen nicht dabei waren. Ja, das ist wirklich schade. Schlaf. Was nimmst du denn da? Ich höre auf zu arbeiten. Wir können Richard keine Sekunde mehr allein lassen. Wenn die Höherstufung kommt, können wir ihm vielleicht eine Tagespflege geben. Aber bis dahin bleibe ich zu Hause. Meinst du, mir fällt das leicht? Weißt du, wie froh ich war, als Olli endlich so weit war, dass ich wenigstens wieder halbtags arbeiten konnte? Ja, aber wir brauchen das Geld. Weißt du, was das Haus hier jeden Monat kostet? Da ist dein Gehalt voll mit eingeplant. Mama könnte uns was leihen. Ach, von deiner Mutter nehme ich keinen Pfennig mehr. Du bist manchmal so ungerecht. Könntest du auch mal wieder ein Buch lesen? Ich habe übrigens seine Wohnung gekündigt. Das wird er nicht wollen. Was heißt denn das? Das wird er nicht wollen. Das wird er doch gar nicht merken. Du hättest dir eine Vorsorgevollmacht geben lassen sollen. Als es noch nicht zu spät war. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass mein Vater mir jemals eine Vollmacht gegeben hätte. Was gibt's? Es hat in meinem Bett geregnet. Ich kümmere mich drum. Wo ist denn unser Herr Sohn? Der schläft noch. Wenigstens am Wochenende könnte unsere Familie einmal miteinander frühstücken. Ja, als du so alt warst, da bist du auch nicht aus dem Bett gekommen. Du. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, aber ich kann mich da schon dran erinnern. Ach, Vater, wirklich, das ist so eine Sauerei, Mensch. Hol dir eine neue Tasse. Im oberen Küchenschrank.
Na, gut. Ich finde, der Alte stinkt. Und ich finde, du könntest zur Abwechslung mal guten Morgen sagen. Ich finde, du könntest ihn wirklich mal baden. Morgen kommt Mama. Aber badest du ihn denn nicht? Dein Vater wird böse, wenn ich ihm seine Unterhose ausziehe. Ich glaube, er will sich lieber vom Mann waschen lassen. Weißt du, dass ich meine Eltern noch nie nackt gesehen habe? Da ist nichts verpasst, du. Fängst du gleich alleine. Das ist ganz einfach. Wir machen alles zusammen. Schritt für Schritt. Zuerst kommt die Hose dran. Fuß. Ist. Geht doch. Jetzt das Hemd. Wie ist das? Das bist du. Bin ich schon so alt? Ich finde, für dein Alter hast du dich ganz gut gehalten. Wie alt bin ich denn? 62. 62? Sieh mal an. Da müsstest du aber auch schon Ende 50 sein. Klar. So, jetzt kommt die Unterhose dran. Nein. Gut. Dann gehst du mit deinen Klamotten in die Badewanne. Leistung kann man wirklich eine ganze Menge sparen. Bis zu 20%. Wir haben zum Beispiel die Bodenbeläge selber gemacht, Fliesen gelegt. Kannst du das denn? Was glaubst du denn, warum deine Tochter einen richtigen Arbeiter geheiratet hat? Richard hat auch sehr geholfen. Ja, Vater hat kräftig mitgearbeitet. Wenn er nicht mitgeholfen hätte, wären wir wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Stimmt's, Vater? Gefällt dir das Haus? Kommt drauf an, was Sie gefallen nennen. Ich finde, die Kinder haben sich Mühe gegeben. Mama, hilfst du mir bitte mal? Ja. Ich weiß nicht, was du hast. Er ist doch völlig normal. Ja, ja. Man kann ganz prima seine Fassade aufrechterhalten. Und wir müssen uns dann sagen lassen, dass wir immer übertreiben, alles dramatisieren. Tut dir das nicht? Oh. Bitte? Vater, willst du auch ein Stückchen Kuchen? Ja. Käse oder Apfel? Das gleiche wie du. Apfel. Ups. Fang an. Ich bin 62. Und wie alt sind Sie? Ich bin 4 Jahre jünger als du, 58. Aber bitte nicht weiter sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein? Sie sehen viel älter aus. Das ist nicht böse gemeint. Ach ja. Sind Sie verheiratet? Nein. Ich bin ganz allein, Richard. Das habe ich mir gedacht. Dass ich keine haben will. Er hat ja recht. Narren sprechen immer die ungeliebten Wahrheiten aus. Mich will ja auch keiner mehr. Ach, Mama. Mach mir Sorgen um dich. Ich finde, du siehst krank aus. Diesen Mann habt ihr in euer Haus genommen. Mich kommt nicht einmal jemand besuchen.
Keine Tochter, kein Enkel. Dieser Mann, das ist Jochens Vater. Aber es kann doch nicht sein, dass du und der Junge dafür zahlen müsst. Olli liebt seinen Opa. Genauso wie dich. Wenn der Mann ein bisschen Anstand hätte, würde er in ein Heim gehen. Sag mal, warum gibst du Richard in letzter Zeit eigentlich immer recht, wenn er dir vorwirft, dass du ihn beklaust? Was nützt es, wenn ich widerspreche? Außerdem, ich habe nachgezählt. In seinem Kasten fehlt wirklich Geld. Das wird er irgendwo versteckt haben. Ich kenne Richards Versteck. Weißt du eigentlich, wie lange du nicht mehr mit mir geschlafen hast? Du, wenn du mich so fragst, weißt du das doch ganz genau. Ja? Entschuldige, ich habe noch Licht bei dir gesehen. Habt ihr euch gezankt? Opa will heute bei Papa schlafen. Und? Du musst schon sagen, was du willst. Vielleicht kann ich bei dir schlafen. Früher habe ich immer bei euch an der Tür gestanden und gefragt, wo ich bei euch schlafen kann. Alles verdreht sich. Aus Kindern werden Männer, aus Alten werden Kinder. Sei nicht sauer, aber das ist das vierte Mal in diesem Monat. Du bist hier nicht zur Kur, verstehst du? Du verdienst gutes Geld bei uns, also. Schlaf deinen Rausch zu Hause aus. Bis morgen. Und tschüss. Wo ist Mama? Bei Opa, wie immer. Warum bist du nicht in der Schule? Herr Wagner ist krank. Wir hatten früher frei. Mhm. Guck mal einer an. Neues Computerspiel. Hab ich geschenkt bekommen. Von wem? Ein Kumpel. Wie heißt der? Chris. Nachname? Weiß ich nicht. Na, Olli, klaust du? Quatsch. Du, wenn ich rauskriege, dass du klaust, dann kriegen wir beiden richtig Ärger miteinander. Haben wir uns da verstanden? Hast du Opas Geld geklaut? Brennt das an, das Ding? Und mache da auch praktische Übungen. Das Wichtigste ist immer zuerst die Menschenrettung. Also es gehen immer zwei Mann vor. Druck heißt es. Der erste Druck macht Menschenrettung. Der zweite Druck probiert das ablöschen. Und das sieht man da eigentlich ganz gut. Bei Mensch, aber du nervst. Na? Wie sehe ich aus? Jetzt nur noch ein rotes Handtäschchen und ab zum Bahnhof. Ich finde, du siehst umwerfend aus. Manchmal frage ich mich, warum du ausgerechnet mich geheiratet hast. Das frage ich mich auch. Komm. Guck nicht bis in die Puppen fern, morgen ist Schule.
Tschüss. Tschüss. Hier habe ich zum Beispiel einen Wohnwagen anbrannt, der hat schlagartig durchzündet. Du mogelst. Bei Memory kann man nicht mogeln. Du hast die ganze Zeit gemogelt. Du mogelst die ganze Zeit hier. Du, Mama! Warum mogelst du denn immer? Mama! Mogelt, natürlich hast du gemogelt. Du hast die ganze Zeit gemogelt. Natürlich Mama! Hast du gemogelt. So, Schluss, aus, hoch in dein Zimmer, ab ins Bett, aber sofort. Ach, ne. Der Fernseher wird abgestellt. Wieso das denn? Was ist denn bekloppt denn? Vater, bitte mach die Tür auf. Vater, bitte mach die Tür auf. Du musst den Schlüssel umdrehen. Und hör auf zu schreien. Bitte hör auf zu schreien. Du sollst aufhören zu jaulen. Olli, was ist denn los? Er ist weg. Wiedersehen. Immer noch Karin. Wollen Sie noch was? Unsere Telefonnummer und Anschrift haben Sie ja. Mein Vater würde sich bestimmt freuen, wenn Sie mal besuchen würden. Oliver? Dein Klassenlehrer hat mich angerufen. Du hast allein im letzten Monat 5 Tage gefehlt. Hat die Entschuldigung unterschrieben? Mama nicht. Ich auch nicht. Jetzt mach doch mal diesen Scheiß hier aus! Das ist kriminell. Das ist Urkundenfälschung. Machst du doch auch. Was mache ich? Opas Unterschriften fälschen. Sag das! Sag das! Ich sag's nicht! Ich muss gleich kotzen! Oliver! Lass ihn bitte. Der Junge läuft doch total aus dem Ruder. Der hasst mich. Das hätte ich meinem Vater damals mal sagen sollen. Vielleicht hättest du es wirklich mal tun sollen. Meinst du? Willst du eine Zigarette? Lass mich in Ruhe. Komm, wir fahren eine Runde mit dem Moped. Bist du bescheuert? Es ist dunkel. Na gut, dann fahr ich eben mit Inge. Oma ist tot! Und du bist auch tot!
Asta. Ja, prima. Lachst du immer noch über diesen Film? Nee, der war ja eher tragisch. Ich muss an deinen alten Kiefer denken. Ja, der war noch viel kleiner. Aber wahrscheinlich hatten wir damals auch die bessere Technik und ich war auch noch wesentlich gelenkiger. Wir waren ja auch jünger und du warst wesentlich dünner. Quatsch, dünner. Damals wussten wir auch nicht, wo wir hin sollten. Meine Mutter wäre durchgedreht, wenn ich dich mit nach Hause gebracht hätte. Ach, deine Mutter. So viel konnten wir auch nicht. Deine Mutter, die hat mich mit ihrer ewigen Bildung und Eleganz total verunsichert. Diese versiffte Männer-WG. Ihr habt doch Wetten abgeschlossen, wer welche zuerst umlegt, ha? Quatsch, wir haben nur darüber geredet, da war gar nichts. Was sagst du jetzt? Ehrlich. Meine Güte, wie lange macht das jetzt wohl her sein? 20 Jahre? 16 Jahre. 16 Jahre. Ja, klasse, dass du so ein fabelhaftes Gedächtnis hast. Das ist nicht Inge. Nein, das ist nicht Inge, das ist Karin. Wo ist sie denn? Ich weiß genau, wer sie ist. Ja. Wer sind Sie? Richard, beruhige dich. Raus aus meinem Haus, bitte. Verlassen Sie mein Haus. Richard, hör auf damit! Verlassen Sie mein Haus. Bitte verlassen Richard. Sie mein Haus. Bitte, raus! Ich fahre sie nach Hause. Danke fürs Heimbringen. Ich danke Ihnen. Sie geben meinem Vater Sinn ins Leben. Wir hatten eine schöne Zeit miteinander. Aber da, wo er jetzt hingeht, da kann ich nicht mitgehen. Das halte ich nicht aus. Ich weiß ja nicht, wie lange man jemanden kennen muss, um das auszuhalten. Was meinen Sie? Ich weiß es nicht. Sie werden es schon rausfinden. Können Sie mich einen Augenblick in den Arm nehmen? Tut so weh. Ja. Abgelehnt. Abgelehnt. Wir sind rund um die Uhr im Einsatz. Und die billigen Vater nicht mal 3 Stunden Pflegebedarf am Tag zu. Der verdammten Arschlöcher. Dann werden wir Widerspruch einlegen. Das machst du dann, ja? Ab heute kümmerst du dich um Richard. Wie bitte? Ich will wieder arbeiten. Ich habe mit meinem Chef gesprochen, ich kann sofort wieder anfangen. Die nehmen mich mit Kusshand. Du, wir haben Haus. Wir haben Buckel voller Schulden. Ich arbeite 60 Stunden die Woche. Wie soll ich mich dann noch um Vater kümmern? Willst du jetzt hier die Familie ernähren? Jochen, hör mir mal zu. Nee, nicht hör mir mal zu. Du wolltest doch, dass er hier einzieht. Jetzt hör mir bitte mal zu. Ich sag's nur einmal. Ich werde deinen Vater nicht wickeln, wenn er anfängt, sich voll zu scheißen. Ich werde ihn nicht waschen, wenn er nicht mehr aus dem Bett kommt. Ich werde ihn nicht füttern, wenn er nicht mehr allein essen kann. Und
Ich werde nicht seine Hand halten, wenn er stirbt. Ich werde jetzt nur noch für mich da sein. Manchmal wünsche ich mir, er wäre tot. Unbezahlter Urlaub? Kannst du das leisten? Schwiegermutter hat uns Geld geliehen. Wie nennt man das? Feindliche Übernahme? Ja, so ähnlich. Wofür haben wir eine Pflegeversicherung? Verstehe nicht, dass du dich nicht schon längst um einen Heimplatz gekümmert hast. Du hast eine Ahnung. Denn? Raus mit euch! Da sind sie wieder. Komm. Das ist unser Haus. Ihr habt hier nichts zu suchen. Verschwindet! So, das hat aber jetzt gesessen. Die kommen nicht mehr wieder. Ein Männerbett, ja. Wie lange ist da die Warteliste? 3 Monate. Ja gut, wir werden drüber nachdenken. Wiederhören. Danke. Hau raus! Ich kann ihn nicht mehr sehen! Mach, dass du wegkommst! Hat Oliver gebissen! Der ist doch völlig irre! Warum lässt du den frei rumlaufen? Ja, frei rumlaufen lassen? Ich kann ihn doch nicht einsperren wie ein Tier! Anja! Wie soll Richard denn verstehen, dass du jetzt in seinem Zimmer wohnst? Wenn ich das noch nicht mal verstehe. Wir machen eine Spritztür, nicht? Ja, klar, Papa. Esser ist mein Name, ich hatte angerufen. Ich sag Bescheid. Bitteschön. Frau Rosenkötter, bitte zum Empfang. Guten Tag, Esser ist mein Name, das ist mein Vater. Guten Tag. Haben Sie uns gut gefunden? Ja, wir sind im Bus gekommen.
Stimmt's, Papa? Komm, wir ziehen erstmal Mantel aus. Das ist unser Wohnzimmer. Das ist der Esser. Kommen Sie. Na, kommen Sie, Herr Esser. Bitte, ich zeige Ihnen erstmal die Zimmer. Ich möchte Ihnen Herrn Esser vorstellen. Herr Esser möchte sehen, wie wir hier leben. Wundern Sie sich nicht über die Mehrbettzimmer. Unsere Gäste können Sie nicht in ein Einzelzimmer stecken. Die schauen sich nur die vier Wände an. Ich möchte hier jetzt nicht stören. Lassen Sie ihn bei uns. Muss ihn nur vorbereiten auf diese Reise. Mit ihm reden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Patienten den Ortswechsel gar nicht bemerken. Sie bringen ihren Vater nur durcheinander, wenn sie ihn vor so eine schwierige Entscheidung stellen. Gehen Sie heute, ohne sich zu verabschieden. Das ist das Beste für ihn. Irgendwann wird er auch dich nicht mehr erkennen. Und? Was ist dann? Was dann? Weiß ich doch nicht, was dann ist. Aber ich bin mir sicher, dass er immer spüren wird, ob er geliebt wird oder ob er nur versorgt wird. Auch wenn das das Letzte ist, was er spüren wird. Und du kannst ihm das geben? Liebe? Du denkst, du kannst ihm das geben, was du nie bekommen hast? Wir sind auch noch da, Olli und ich. Was bekommen wir von dir? Olli. Olli. Dass Opa mich früher auch nur ein einziges Mal den Arm genommen hat. Hat er dich nicht gemocht? Hm. Warst du so schlimm? Nicht schlimmer als du. Hast du ihn denn gemocht? Wann hast du so alt was wie ich? Manchmal habe ich den richtig gehasst. Konnte ihm nie irgendwas recht machen. Hat er mich immer zur Schnecke gemacht. Und jetzt liebst du ihn. Er braucht mich. Du tust alles für ihn. Du wischst ihm sogar einen Arsch ab. Das ist komisch, ne? Eklig. Ach, das ist nicht eklig. Willst du für mich doch auch machen, da bin ich mir sicher. Den Arsch abwischen? Nee. Nee, mein Lieber. Du brauchst nicht. Ah, nee.
Selber machst du Sachen, die du mir verbietest. Hm. Nennt man Erziehung. Ah, Erziehung. Ich muss nochmal los. Er ist runtergefallen. Wer? Der Mond ist runtergefallen. Ja. Der Mond ist runtergefallen. Willst du nur hin? Hast 9. Die Frage musste jetzt kommen. Und was ist mit dir? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleib hier. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann tu ich's. Bitte geh jetzt nicht. Die Schlüssel, verdammt nochmal! Lasst ihr euch jetzt scheiden? Papa, du bist hier besoffen. Mensch, Papa, mach's mir nicht so schwer.
ordentlich Falter ist. Was machst du denn da bloß? Ich bastel mir eine Brille zum Lesen lernen. Ach, eine Brille wird dir auch nichts nützen. Außerdem steht in der Zeitung nur dummes Zeug. Was denn zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass morgen der Weihnachtsmarkt. Oma hat angerufen. Was? Morgen? Ja. Jetzt im Sommer? Sag ich doch, nur Quatsch. Ach, ich will doch. Sie fragt, ob ich zum Essen kommen will. Mama auch da? Na, war ich wieder zu blöd? Halt du dich auf? Kann ich da schlafen? Versuch's mal damit. Geht's? Nein. Sag ich doch. Mit der Brille allein nützt gar nichts. Man muss erst die Buchstaben kennen. Ja, klar. Ich kann lesen. Na komm. Aber ich finde es sozusagen. Hau schon ab. Ciao. Du bist ja auch ein dummer Otto, sozusagen. Was steht denn hier? Auf. Papa. Kauen, kauen und schlucken. Auf. Auf. Bleibst du? Mama kann nicht schlafen, bevor ich nicht zurück bin. Thank you.